Nun wollen wir uns dem Worte Gottes zuwenden und aus der Heilsgeschichte Israels hören. Ich habe hier noch einmal die Landkarte aufgehangen, und zwar mehr den südlichen Teil, weil wir ja wissen wollen, wenn wir hier im Süden Israels sind, wo wir sind und was das alles für eine Bedeutung hat. Ich darf Sie mit einem ganz interessanten Wort heute Abend grüßen, was wir eigentlich immer in der Zeit hören, die wir mit Weihnachten bezeichnen. Ich sage das eigentlich ungern, weil es ein urgermanisches Wort ist und die Germanen hatten 12 Weihnächte. Die fingen am 25. Dezember an und hörten am 6. Januar auf. Und da weihten sie sich und mit all dem, was sie hatten, ihren Götzengaben, den Göttern. Und alles, was sie in diesen 12 Weihnächten träumten, das würde sich dann in den 12 Monaten des kommenden Jahres erfüllen. Ja, ein uralter germanischer Brauch. Und davon ist nun unser Wort Weihnacht geworden. Man sagt es ungern, wenn man den Hintergrund weiß, was die Germanen unter Weihnachten oder Weihnächte verstanden. Manchmal sagt man vielleicht besser Christfest oder das Fest der Menschwerdung Jesu. Der Jesus ist ja auch geboren, das ist auch richtig, aber das war was ganz Besonderes, die Geburt Jesu. Es ist besser, wir sagen, die Menschwerdung des Gottessohnes. Denn er ist ja in aller Ewigkeit zuvor beim Vater gewesen. Gott aus Gott geboren, Licht vom ungeschaffenen Lichte. Er ist ja anders geboren als wir. Er ist ja nur in das Menschsein eingetreten. Wir sind ja aus dem Nichts geworden. Gott hat uns ja durch die Geburt geschaffen. Und das war ja beim Sohn nicht der Fall. Nun, wir sagen es immer so leicht, Geburt Jesu und Weihnachten. Aber wir müssen etwas tiefgründiger werden. Und fragen, ist das wirklich eine Geburt gewesen, wie unsere Geburt auch? Und da müssen wir sagen, nein. Denn unser Heiland war ohne Sünde, war vom Heiligen Geist gezeugt. Geboren aus der Jungfrau Maria. Ja, das ist richtig, vom Weibe geboren, sagt die Bibel. Und trotzdem war seine Geburt eine andere. Also sagen wir Menschwerdung. Sagen wir vielleicht besser Christfest. Obwohl uns ja die Weihnachtszeit so lieb und wert ist. Besonders von Kindesbeinen an. Und da hören wir meistens ein Wort aus Jesaja 8 und 9 nach der Luther-Übersetzung. Wenn jemand die Elberfelder bei sich hat, ist es nur Kapitel 9. Und das möchte ich jetzt an den Anfang stellen. Also nicht, dass jetzt jemand meint, wir hören jetzt eine Botschaft zur Menschwerdung Jesu, obwohl die ja auch ganz mit der Heilsgeschichte Israels verknüpft ist. Das Menschsein Jesu ist ja ohne hier die Heilsgeschichte Gottes in Israel nicht zu denken. Da lesen wir Jesaja 8, Vers 23, ist also der letzte Vers, und dann Jesaja 9, Vers 1, die gehören einfach zusammen. Es geht dann in Jesaja 9 noch weiter, aber ich nehme erstmal für unseren heilsgeschichtlichen Vortrag das vorweg. Jesaja 8, 23, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Nun, das gilt uns alle natürlich. Und das wird meistens in den Weihnachtspredigen immer auf die ganze Menschheit bezogen. Jetzt geht es aber weiter. Hat er zu vorigen Zeiten gering gemacht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird es hernach zu ihren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa. Also jetzt müssen wir uns intensiv die Landkarte angucken, fragen, wo ist das? Und wenn wir dann die letzten beiden Tage durch die Galiläa fahren, dann werde ich Sie nochmal an dieses Wort erinnern. Nun, 9,1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das Licht ist der Jesus, das ist uns klar. Und über die da wohnen im finsteren Lande scheint es helle. Das ist uns auch klar. Das geht also hier um die Menschwerdung Jesu. Du machst des Volkes viel. Was viele Zeitgenossen nicht wissen, ist, dass in Galiläa zu keiner Zeit der Geschichte Israels so viele Menschen gewohnt haben, wie zu der Zeit, als unser Heiland auf dieser Erde war. Das ist ganz interessant. Das lesen wir zwar nicht in der Bibel direkt, das sieht man hier, viel Volks, aber das sagen uns die jüdischen Geschichtsschreiber Josephus und der Talmud und Midrasch und Halacha und was es da alles für jüdische Schriften gibt. Die sagen uns, es hat noch nie so viele Menschen in Galiläa gegeben, als wie zu der Zeit, als unser Heiland auf Erden war. Dann heißt es hier, du machst die Freude groß. Ach, wie groß ist die Freude, wenn wir das im Neuen Testament lesen. Wenn der Heiland die Kranken geheilt hat, die Besessenen befreit hat, die große Freude.
Vers 3 nach der Elberfelder Vers 4, zerbrochen den Stecken des Treibers. Wir wissen, wie Christus die Macht der Finsternis zerbrochen hat. Der besessene Gadarener wurde frei als ein Beispiel. Eine Legion Dämonen waren in diesem Menschen. Was für eine geballte Kraft von Finsternis, dass 2000 Säue ins Meer stürzten. Wie wird hier ein Stecken zerbrochen? Die blutigen Kleider sind verbrannt und mit Feuer verzehrt worden. Da sehen wir, wie der Herr Jesus Christus in seiner Gnade den Frieden, das Friedensreich gebracht hat. Und dann heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und nun wird aufgezählt, wunderbar, Rat, Kraft, Hewifader und so weiter und so fort. Das ist also, ich darf es noch einmal so landläufig sagen, Weihnachtsevangelium, ist zum Teil auch richtig, aber hat von der Heilsgeschichte her eine ganz andere Bedeutung. Darf ich jetzt mal dieses Wort auflisten? Wir sind jetzt hier unten, ich muss die Landkarte etwas tiefer machen, wir sind jetzt hier unten in der Gegend, wo zur Zeit des Alten und des Neuen Testamentes Juda war. Also alles südlich Jerusalem ist ziemlich identisch hier mit dem Ende, mit dem Nordende des Toten Meeres. Wir können also eine Linie rüberziehen und ich kann jetzt mit der Hand hier runterwandern und sagen, alles, was nach unten ist, ist Stamm Juda. Nach Salomos Tod war das Königreich Juda und zur Zeit des Neuen Testamentes war es Provinz Judäa. So hatten das die Römer gemacht. Und nun hat Gott im Alten Testament den größten Teil seiner Heilsgeschichte mit dem Königreich Südreich Juda gemacht. Wenn Sie mal die Chronikerbücher durchlesen, dann wird Ihnen auffallen, dass in den Chronikerbüchern, das fängt ja bei der Weltschöpfung bei Adam an und dann kommen die 12 Geschlechtsregister und das sind 9 Kapitel im ersten Chronikerbuch. Und im 10. Kapitel gehen dann die Stämme auseinander, dann kommt es zum König David hin und da hat man durch die Chronikerbücher eigentlich nur Geschichte des Tempels beziehungsweise Jerusalems beziehungsweise des davidischen Königshauses. Das ist interessant. In den Königebüchern, dann springt das. Dann ist mal Nordreich Israel, Südreich Juda, Nordreich Israel, Südreich Juda. Das springt ständig hin und her in der Berichterstattung. Aber nicht die beiden Chronikerbüchern. Da geht es um Jerusalem, da geht es um den Tempel, da geht es um die Herrlichkeit des Herrn. Da steht wörtlich geschrieben in 2. Chroniker 3, dass Salomo anfing zu bauen das Haus des Herrn auf dem Berge Moria. Wir haben nur zweimal in der Bibel den Berg Moria genannt. Einmal, wo Abraham bereit war, Isaak zu opfern und einmal, wo Salomo den Tempel baut. Sonst nirgends mehr. Dieser wichtigste aller Berge Moria wird nur zweimal im Alten Testament genannt, wörtlich, im Neuen Testament überhaupt nicht. Und dann haben wir die ganze Geschichte in den Chronikerbüchern immer um das Südreich Juda und mit der babylonischen Gefangenschaft verbunden. Es kehrten an die 50.000 Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Und dann kommt ja die große Unterbrechung von 500 Jahren. Nicht? Das sind die letzten Propheten, die nachexilischen Propheten. Haggai, Zacharia, Malachi, Weissagen. Und dann ist 500 Jahre absolute Schweigen. Weil der Geist der Weissagung nicht mehr unter dem Volke Israel ist. Und auch nicht mehr unter dem Volke Israel sein kann. Warum? Weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlassen hat. Weil der Tempel zerstört ist. Und als der zweite Tempel gebaut wurde, der Esra, ist die Herrlichkeit des Herrn nicht in diesen Tempel eingezogen. Dieser Tempel stand 500 Jahre leer, bis unser Herr Jesus Christus auf die Erde kam. Und dann heißt es Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Israel ist 500 Jahre ohne die Herrlichkeit des Herrn gewesen. Die Herrlichkeit des Herrn war also im Tempel in Jerusalem. Jerusalem, Südreich Juda, Königreich Juda, Stamm Juda, das steht im ganzen Alten Testament im Vordergrund. Und was ist mit den Nordstämmen? Ja, ihr Lieben, das haben wir soeben hier gelesen, da heißt es, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Jesaja 8, 23. Hat er zur vorigen Zeit gering gemacht, das Land Zebulon und Naphtali? Wieso gering gemacht? Wir erinnern uns von gestern Abend hier, das Land Zebulon und Naphtali ist alles, was hier nördlich vom Karmel liegt. Alles, was wir nördlich haben, am See Genezareth, vor dem See Genezareth, links, rechts,
alles um den See Genezareth. Man könnte sagen, alles, wozu die Bibel sagt, Galiläa, vom Karmel nach Norden. Stamm Issachar, Stamm Asser, Stamm Naphtali, Stamm Sebulon, sogar der halbe Stamm Dan. Alles, was um den See Genezareth ist, ja, das hat im Alten Testament keine große Berichterstattung über irgendeine Heilsgeschichte. Wir lesen im Richterbuch davon, dass ein gewisser Barak und eine Deborah, der war aus Kedes in Naphtali, die haben da oben gekämpft. Aber sonst lesen wir im Alten Testament von den sieben Nordstämmen Israels überhaupt nicht. Als die Propheten noch um Israel ringen, um den Mittelteil Ephraim und Manasse, da wird das Mittelstück noch etwas genannt. Aber die Nordstämme erscheinen im Alten Testament so gut wie gar nicht. Das sagt jetzt der Prophet gering gemacht. Wieso hat er diese Nordstämme, Sebulon und Naphtali, da oben am See Genezareth gering gemacht? Nun, weil er die Heilsgeschichte im Alten Testament auf Jerusalem, auf den Königstamm Juda, auf das Königshaus David, auf den Priesterstamm Levi, mit den Nachkommen Aarons, den Priestern, konzentriert hat. Das war das Allerwichtigste, weil ja der König aus dem Stamme Juda kommen sollte. Und er ist ja auch in Bethlehem in Juda geboren, wissen wir. Aber nun kommt eine ganz gewaltige Wende. Nun lesen wir, er wird es hernach zu ihren bringen. Wieso? Zu ihren bringen. Nun, das kennen wir aus der Weihnachtsbotschaft. Ehre sei Gott in der Höhe. Was ist denn die Ehre des Vaters? Das ist der Sohn. Der Jesus Christus, der Sohn, stellt die Ehre des Vaters am Kreuz auf Golgatha wieder her. Nun ist Gott geehrt, Satans Macht zerstört, freigemacht und selige Scharen, die der Satans Beute waren, singen wir in einem Lied. Der Sohn selbst ist die Ehre Gottes und nun heißt es hier zu Ehren bringen. Jetzt kommt der Jesus auf diese Erde und lebt den größten Teil der circa 30 Jahre, die unser Herr auf Erden war, nur in Nordisrael, in Galiläa. Als Pilatus Galiläa hört, schickt er den Herrn Jesus zum Herodes, weil er unter die Obrigkeit des Herodes in Galiläa gehört. Über dem Kreuz steht Jesus von Nazareth. Das ist hier oben in Galiläa. Wir sehen also, dass der ganze Norden im Neuen Testament, wenn wir das Neue Testament durchlesen, das Hauptwirkungsgebiet unseres Herrn Jesus Christus war. Nur zu den großen Festen zog er nach Jerusalem, zum Passafest, zum Labhüttenfest, zu den verschiedenen anderen Festen, Pfingstfest, Shavuot. Er ist ja auch beim Purimfest in Jerusalem gewesen, Johannes 5. Er ist beim Chanukka-Fest in Jerusalem gewesen, Johannes 10. Der übersetzt Luther Kirchweih, das heißt wörtlich Chanukka, Tempelweihe. Also unser Heiland hat im Norden, das ganze Neue Testament im Norden, berichtet das Neue Testament von dem Wirken unseres Heilandes. Und nun merken wir, wie recht der Psalmist hat, dass jetzt plötzlich das große Licht aufgeht. Sebulon und Naphtali wird er zu Ehren bringen. Den Weg am Meere, das Land jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa. Jetzt müssen Sie wissen, dass die Galiläa, die wohnten auf der Ostseite vom See Genezareth. Der Jordan war immer die Trennungslinie. Alles, was westlich vom See Genezareth war, das war Galiläa. Und alles, was östlich war, 85 Kilometer bis rauf nach Damaskus und 85 Kilometer bis hinunter, das ist auf dieser modernen Karte nicht eingezeichnet, das war alles das Gebiet der Dekapolis. Und in der Dekapolis müssen Hunderttausende von Heiden gewohnt haben, wenn nicht sogar Millionen. Die Dekapolis hatte 10 große Städte. Eine davon war Bet-She'an. Ich hoffe, dass wir das am vorletzten Tag schaffen werden, wenn wir nach Galiläa fahren, dass sie einen Blick nach Bet-She'an werfen. Das ist seit 1987 ein Ausgräberfeld, das größte Ausgräberfeld flächenmäßig. Was man jetzt anfängt, in Israel auszugraben, was das für eine gewaltige heidnische Stadt war. Eine von den 10 Städten, Dekapolis, steht dreimal im Neuen Testament. Wer unseren Rundbrief liest, erinnert sich, dass ich jetzt einige Folgen in diesem Jahr über die Dekapolis geschrieben habe. Und da wohnten Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Heiden. Östlich vom See Genezareth, Heiden. Westlich vom See Genezareth, die Galiläa. Die Leute aber, die in Jerusalem wohnten, die rümpften die Nase und sagten, da oben, das ist alles der Heiden Galiläa. Ja, und das ist Heilsgeschichte des Herrn im Neuen Testament, dass der ganze Norden, das heidnische Galiläa,
dass dort so viele Menschen mit dem Herrn Jesus gegangen sind, dass er dort die größten Wunder getan hat. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie berichten fast nur, was der Herr in Galiläa gewirkt hat. Und dann eben seine Wanderung nach Jerusalem. Also ist die Heilsgeschichte Gottes, man möchte fast sagen, in zwei Teile geteilt gewesen. Im Alten Testament vornehmlich der Süden, Juda, im Neuen Testament vornehmlich der Norden, Galiläa. Dazwischen ist natürlich der Jakobsbrunnen. Der Jakobsbrunnen ist hier oben, das ist der Jabok, der hier runterkommt, wo Pniel ist, wo der Jakob mit dem Engel gerungen hat, bis die Morgenröte anbrach. Der Jabok, der kommt hier runter, wir werden es noch sehen, wenn das Wetter klar ist. Im Augenblick ist das Wetter nicht klar, es ist etwas diesig, das ist der Jabok und dann fährt man hier, das heißt Maale Ephraim. Das sind die Stufen von Ephraim, da kann man ganz steil in die Berge fahren und kommt hier in der Mitte raus und ist am Jakobsbrunnen, der heute noch existiert. 37 Meter tief, ein wunderbarer Brunnen. Und alles, was wir im Neuen Testament lesen, der Heiland, die Frau im Jakobsbrunnen, und in Galiläa, was wir vom See Genezareth und von Nain und vom Tabor und alles, was da berichtet wird, fast das ganze Neue Testament, nur der Norden, fast das ganze Alte Testament, nur der Süden. Natürlich nicht alles im Alten Testament. Wir lesen auch vom Elia, der auf dem Karmel war. Der Karmel liegt ja auch hier etwas nördlich, der mehr zum Norden als zum Süden gehört. Das ist jetzt die Heilsgeschichte Gottes. Man möchte fast sagen, ins Alte und ins Neue Testament aufgeteilt. Lesen Sie doch mal in stillen Stunden das, was ich Ihnen heute sage, als Gedankenanstoß mitnehmen. Lesen Sie mal unter dem Gesichtspunkt erst der Süden und dann der Norden. Als natürlich der Heiland stirbt am Kreuz von Golgatha in Jerusalem. Aber lesen Sie dann im Neuen Testament irgendetwas, dass der Heiland hier durch ganz Judäa gewandelt wäre? Nichts. Unser Heiland ist in Bethlehem geboren, das ist alles, was wir vom Südreich Juda hören. Und dann geht es nach Norden, er war hier in Jericho, beim Zachäus und am Jakobsbrunnen und dann können wir nach Norden gehen. Alles, was das Neue Testament berichtet, fast nur in Nordisrael geschehen. Nun verstehen Sie, warum ich mit diesem Wort die Einleitung mache. Was wir gestern hörten, war das ganze Land Israel, Volk Israel, enthält die Heilsgeschichte auf den Herrn Jesus hin. Jetzt haben wir das etwas aufgeteilt. Das Alte Testament zum Herrn Jesus, klar. Das Neue Testament zum Herrn Jesus, vorsichtig. Wir sind eigentlich in den Evangelien immer noch im Alten Testament. Ihr lieben Geschwister, bitte nicht erschrecken, aber bedenken Sie, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes bis Apostelgeschichte 12, spielt sich die Heilsgeschichte nur in Israel ab, wo der Tempel noch steht. Stellen Sie vor, wo jeden Tag so und so viel blutige Opfer gebracht wurden. Das ist eigentlich noch Alttestament. Auch die Urgemeinde, die stand noch unter der Beschneidung, unter dem Sabbat, unter dem Tempel mit den blutigen Opfern. Sogar der Apostel Paulus, der ein Gelübde hatte, der will die vorgeschriebenen Opfer zur Lösung dieses Gelübdes im Tempel darbringen, um zu zeigen, dass er ein Jude ist. Also, wenn wir das Neue Testament am Anfang lesen, müssen wir sagen, ist ja eigentlich doch noch Altes Testament. Als dann der Tempel zerstört wurde und als dann der Bruch kam zwischen dem Judentum und der sogenannten Urgemeinde und dann die vielen heidenchristlichen Gemeinden im römischen Weltreich überhand nahmen und der Apostel Paulus uns seine 13 Briefe schrieb, und wo in Apostelgeschichte 13, interessant, zweimal die 13, nicht? Wo in Apostelgeschichte 13 nun das Heilige Land bzw. Antiochia verlässt und zieht hinaus in das römische Weltreich und bringt den Heiden das Evangelium. Ja, da sind wir mitten im Neuen Testament. Gewiss sind die vier Evangelien auch Neues Testament. Aber was heilsgeschichtlich zu sagen ist, ist das immer noch der Boden des Alten Testamentes. Wenn wir auf unseren Studienreisen sind, dann bewegt uns das immer so, wenn wir hier am Mittelmeer sind. Ich muss mit Ihnen mal etwas diese kleine Landeskunde treiben, ich kann so etwas höher machen. Dann sind wir am See Genezareth, dann fahren wir quer durch die Landschaft und kommen hier oben nach Akko. Akko ist im Neuen Testament Ptolemais, nach einem ägyptischen König genannt, aber sonst heißt es Akko im Richterbuch. Und dann fahren wir hier durch diese Haifa-Bucht, dann fahren wir die 100 Kilometer Saron-Ebene.
bis nach Tel Aviv. Dann fahren wir 100 Kilometer die Shephelah, die Philisterebene, bis fast runter zum Gaza-Streifen, wo Sie die Stadt Gaza sehen. So 6-8 Kilometer vor Gaza machen wir Halt, das Yad Mordechai, und dann fahren wir hier runter nach Beersheba. Nun, jetzt schauen Sie hier das Mittelmeer. Das ist alles die sogenannte Küste. Das sind ein paar hundert Kilometer, die sich hier herunterziehen. Und da haben wir so ein kleines Hotel gefunden. Das hat oben so ein schönes flaches Dach und da kann man Morgenandacht und Abendandacht halten. Bei untergehender Sonne abends, und dann schauen wir immer auf das brausende Meer. Immer auf das brausende Meer. Und am nächsten Tag fahren wir weiter, da kommen wir hier. Das ist 50 Kilometer vor Tel Aviv nach Caesarea. Da schauen wir auch auf das brausende Meer. Und dann denken wir daran, Caesarea, hier war ja der Hauptmann Cornelius. Hier ging das Evangelium von Israel zu uns, den verlorenen Heiden. Petrus, der Mann mit der Schlüsselgewalt, predigt dem ersten Heiden, dem römischen Hauptmann Cornelius. Er predigt ihm das Evangelium. Und da kommt der Durchbruch zur Weltmission. Und das Evangelium kommt dann später durch den Apostel Paulus bis an die Enden der damals bekannten Welt. Tja, und wo war das Evangelium 2000 Jahre zuvor? Nur in diesem Lande Israel. Gott hat mit dem Land und mit dem Volke Israel Heilsgeschichte gemacht von Abraham an, 2000 Jahre mit dem Volk. Von Mose an, wo sie dann ins Land einziehen, 1500 Jahre an. Und dann kommt die große Zeitenwende, was Gott hier 2000 Jahre in diesem Land gemacht hat. Die vielen, vielen Namen, die wir im Alten Testament lesen. Alles hebräische Namen spielt sich fast alles in dem Lande Israel ab. Bis auf den Sinai abgesehen, vielleicht ein bisschen Ostjordanland oder Jona geht nach Ninive. Das sind so ein paar kleine Ausnahmen. Sonst nur Heilsgeschichte Gottes mit diesem kleinen Flecklein Erde, mit diesem kleinen Volk von 4-5 Millionen. Mehr werden es früher wohl auch nicht gewesen sein. Und dann erst, das bewegt uns immer so hier, wenn wir an der Küste sind, das Evangelium geht über das Westmeer, über das große Meer, bis an die Enden der Erde. Und nun, ihr Lieben, sind 2000 Jahre vergangen. Jetzt kommt die große Zeitenwende, dass sich Gott wieder seinem Volk Israel zuwendet. Denn solange das Evangelium bei uns, den Heidenvölkern, war, solange war Jerusalem zertreten von den Heiden. Tja, lassen Sie das heute Abend unseren ersten Exkurs sein. Denn wir wollen uns ja hauptsächlich mit der Geschichte Israels befassen, wie heute der Herr die zerstreuten und verjagten Israels wieder sammelt, wie das Land aufgebaut wird. Wenn man auf einer Reise von 3 Wochen durchs Land ist, dann sieht und hört man ja nicht alles, aber sehr vieles. Und je öfter man ins Land kommt, umso mehr sieht man, wie es nicht mehr 5 Minuten vor Mitternacht ist, sondern der Schrei um Mitternacht ertönt sie, der Bräutigam kommt, sagt, und es ist vielleicht 5 Sekunden vor Mitternacht. Also müssen wir uns mit Israel beschäftigen, dem Volk der Heilsgeschichte. Tja, Lieben, wir wollen nun zu einem nächsten Gedanken kommen. Wir wenden uns also jetzt dem Süden zu, weil wir ja hier in Israel im Süden sind, während wir oben am See Genezareth. Auf den Rundreisen haben wir das immer so 4 oder 5 Tage. Dann haben wir natürlich all die Bibeltexte, die vom Norden reden. Nun wenden wir uns dem Süden zu. Wir haben eben gehört, dass Gott im Alten Testament besonders mit dem Süden Israels besondere Heilsgeschichte gemacht hat. 1. Mose Kapitel 14. 1. Mose Kapitel 14, da stehen nun 2 entscheidende Verse, die uns interessieren, weil wir ja gerade hier so in Südisrael sind. 1. Mose 14, Vers 3, ein ganz interessanter Vers. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Interessant. Also früher war das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Die haben also gekämpft. Da kommen 4 Könige vom Euphrat, kämpfen gegen die 5 Könige hier von Sodom und Gomorra. Und die kommen zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Sie sehen, das Salzmeer ist hier an die 80 Kilometer lang, wenn man das alles zusammennimmt. Und hier muss ein wunderbares Tal gewesen sein. Schittim
ist das hebräische Wort für Akazienaue. Also das muss ein Paradies gewesen sein, wo nun das Salzmeer ist. Dass es ein Paradies war, das lesen wir auch in Kapitel 13. Wir blättern ein Kapitel zurück. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, achten Sie darauf, ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoar kommt, als ein Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Garten des Herrn ist ja Eden. Gan Eden ist das hebräische Wort für den Garten des Herrn. Schauen Sie mal, das muss hier ein ganz fruchtbares Tal oder eine fruchtbare Gegend gewesen sein, wie wir es nennen wollen, wo nun das Salzmeer ist. Jetzt wollen wir ein neutestamentliches Wort aufschlagen und damit möchte ich Ihnen zeigen, wie groß dieses Paradies hier gewesen ist, und zwar im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1, Vers 28. Also jetzt müssen wir ganz streng nach der Luther-Übersetzung gehen, weil das hier richtig übersetzt ist. Da heißt es Johannes 1, Vers 28, dieses geschah zu Bethabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Nun, das ist uns ja bekannt, dass Johannes im Jordan getauft hat. Er hat ja da getauft, bei Jericho, wo die Kinder Israel zur Zeit Josas 1500 Jahre früher durch den Jordan ins Heilige Land eingezogen sind. Jetzt ist der Name wichtig. Bethabara, sagen wir so flüssig, nicht Bethabara, so wie aus der Pistole geschossen. Es heißt aber wörtlich Bet, da müssten wir einen Bindestrich machen, Araba. Bethabara ist aufgeteilt. Bet Arava, das wäre richtig. Das ist jetzt so ein zusammengezogenes Wort, Bethabara. Bet Arava. Was ist nun die Arava? Ihr Lieben, vom Toten Meer bis zum Roten Meer sind runde 200 Kilometer. Hier vorne bei Nevezoa, da steht ein Schild, Elat 200 Kilometer. Kann man sich gar nicht vertun. Dieses ganze Stück hier, das kann auch bis 50 Kilometer breit werden, wird dann wieder schmaler. Das heißt die Arava. Müsste auch eigentlich hier im Plan drinstehen. Ja, hier steht es, Arava. So, da gibt es heute 18 Siedlungen. Wenn man hier durchfährt, da kann man in verschiedenen Siedlungen Pause machen. In Jotvata gibt es den besten Joghurt von ganz Israel. Und in Enyahav gibt es wieder so spezielle Salbe aus Aloe. Ich muss immer daran denken, dass auch der Nikodemus an die 100 Pfund Aloe und Myrrhe brachte zur Beerdigung unseres Heilandes. Also diese Kibbutzim, die leisten hier schon was. Das ist so ein Stück Kornkammer Israels geworden. Wenn bei uns der Frost klirrt im Dezember und Mutti hat Geburtstag und wir kaufen Blumen, dann kommen die nicht alle aus Holland, die kommen auch sehr oft aus Israel. Und zwar aus dieser Arava, aus diesen 200 Kilometern. Auch die Tomaten und die Gurken und alles, was wir bei uns im Winter kaufen können, das wird nur nicht gesagt, weil man vor dem arabischen Boykott Angst hat. Aber es kommt sehr, sehr vieles aus Israel. Das ist die Arava. Nun schauen Sie mal, Johannes der Täufer hat getauft an einem Ort, der heißt Bet Arava. Das heißt das Haus der Arava. Jetzt müssten wir sagen, naja, die Arava ist hier unten, also müsste das Haus der Arava auch hier unten sein. Nein, Johannes der Täufer hat hier oben getauft. Augenblick, ich will mal gerade sehen, ob das auf dieser Landkarte draufsteht. Bet Arava, hier oben haben Sie bei Almok, Kalia, nein, es steht hier nicht drauf. Es gibt Landkarten, da haben Sie hier oben an der Ecke, wo das Tote Meer aufhört, da haben Sie den Namen Bethabara stehen. Johannes der Täufer hat hier oben getauft und das Haus hier oben nannte man Bet Arava, Bethabara, das Haus in der Arava. Als das Haus in der Arava aber hier oben war, zur Zeit Abrahams, was wir eben gelesen haben, aus 1. Mose 14, da war das eine fruchtbare Gegend, auch als Lot diese ganze Gegend hier in Besitz genommen hat. Da lesen wir 1. Mose 13, Lot erwählte die ganze Gegend am Jordan. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan. Moment mal, Lot wohnt doch hier unten am Südende des Toten Meeres. Hier liegt doch Sodom und Gomorra. Bet Arava liegt aber am Nordende, der Jordan ist hier oben am Nordende. Das würde also bedeuten, dass ursprünglich der Jordan hier durch das ganze Tal geflossen ist, bis runter nach Elat ins Rote Meer.
So eine fruchtbare Gegend ist das gewesen, hier oben vom See Genezareth, hier durch das lange, lange Jordantal hinunter, fast 500 Kilometer. So war das, bevor der Herr Sodom und Gomorra verderbte. Ja? Jetzt bleiben wir noch einen Augenblick, bevor der Herr Sodom und Gomorra verderbte. Da lesen wir bei diesem Krieg in 1. Mose 14, Vers 10, das Tal Siddim. Also, alles, wo jetzt das Tote Meer ist, das war das Tal Siddim, hatte viele Erdharzgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein. Und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, ein Zeitgenosse des Neuen Testamentes, sagt, dass zu seiner Zeit aus dem Toten Meer noch gewaltige Brocken von Erdharz hochgekommen wären. Naja, das ist vielleicht Pech oder Schwefel oder irgendetwas anderes, was da unten ist. Nun sehen Sie, als das Tote Meer noch nicht war, gab es hier Erdharzgruben. Das heißt, die ganze syroafrikanische Senke, die hier durchgeht, dieses Tal, in dem wir sind, ist vulkanisch. Würde jetzt ein gewaltiges Erdbeben sein, würde vielleicht diese Nahtstelle, die 500 Kilometer sich hier östlich von Israel entzieht, die würde vielleicht aufbrechen. Und es würde eine furchtbare Naturkatastrophe geben. Das letzte große Erdbeben war in Israel 1927. Das ist noch gar nicht so lange her. Und man nimmt an, wenn der Gog von Magog in Israel einfällt, da wird es ein Erdbeben, ein Seebeben, ein Luftbeben geben. Und das weiß man nicht, was dann mit dieser Erdspalte hier wird. Nicht? Das ist hier, verschieben sich die Kontinente. Die driften zusammen, nicht nur bei der St. Andreas-Spalte in Amerika, bei Kalifornien, sondern hier ist auch eine ganz gefährliche Erdspalte hier durch. Nun sehen Sie, jetzt war das aber, bevor das Salzmeer kam, dass hier ein wunderbares Tal war, da waren zwar Erdharzgruben, aber der Jordan floss hier durch, Lot war hier unten bei Sodom und Gomorra, der Jordan war hier unten bei Sodom und Gomorra, das Haus der Arawa war hier oben, wo Johannes der Täufer taufte, das hat sich 2000 Jahre später nach Abraham noch erhalten, dass immer hier oben das noch Beth Arawa hieß, obwohl die Arawa hier unten war, 80 Kilometer durch das sogenannte Tote Meer getrennt. Tja. Und jetzt kommen wir zu dem großen Geheimnis. Wie ist denn das Tote Meer entstanden? 1. Mose wollen wir miteinander aufschlagen, Kapitel 19. Ich lege das jetzt einfach nur heilsgeschichtlich aus. Es hat also keinen seelsorgerlichen Bezug. Da müsste man eine Bibelarbeit oder eine Bibelwoche drüber halten. Über Lot und Abraham, über Sodom und Gomorra. Das wollen wir heute Abend nicht tun. Wir wollen einfach miteinander das Land erforschen. Und da lesen wir in 1. Mose 19, da kommen die beiden Engel gen Sodom. Sie versuchen, Lot zu retten. Es gelingt nur, Lot und seine beiden Töchter zu retten. Lots Weib wird zur Salzsäule, Vers 26. Und dann lesen wir in Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel regnen von dem Herrn vom Himmel herab. Zweimal der Herr. Und viele Schriftausleger meinen, damit ist einmal Gott Vater und einmal Gott Sohn genannt. Dass wir im Alten Testament, wenn wir dieses Wort Herr lesen, dass wir da schon eine Voroffenbarung von unserem Heiland Jesus Christus haben. Nun, wie dem auch sei, der Herr ließ Feuer und Schwefel fallen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Hier steht nur Feuer und Schwefel. Jetzt bitte 5. Mose aufschlagen. 5. Mose 29. 5. Mose Kapitel 29. Dort lesen wir noch etwas mehr. 5. Mose 29, Vers 22. In der Elberfelder, Vers 23. Dass er all ihr Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, dass es nicht besehrt werden kann, noch etwas wächst, noch Kraut darin aufgeht, gleich wie Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim umgekehrt sind, die der Herr in seinem Zorn und Grimm umgekehrt hat.
Hier steht also von einem zukünftigen Gericht etwas, dass der Herr das Gericht über Israel kommen lässt, wie über Sodom und Gomorra. Und was in 1. Mose 19 nicht steht, mit Salz, das steht hier. In 1. Mose 19 steht nur Feuer und Schwefel. 1. Mose 19, 24. Jetzt 5. Mose 29, Vers 22, steht zusätzlich noch Salz. Tja, Lieben, und das ist jetzt das große Geheimnis, wo wir uns befinden. Am Salzmeer. Und zwar müssen Sie bedenken, wir sind jetzt hier oben an diese Ecke. Man schaut also hier herüber, das ist Harmona, wo Sie hier den Namen Imbokek lesen. Und wenn wir dann, wenn Sie das Fenster rechts heraus haben, aus dem Hotel, das sind also die ungleichen Zahlen, nicht? 21, 23, 27 und so weiter, dann schauen Sie auf einen Berg hier vorne. Und das ist ein Salzberg. Ob Sie es glauben wollen oder nicht, es ist reines Salz. Oben ist etwas Bimstein drauf, ein bisschen kleine Kalkschicht, aber sonst ist das reines Salz. Und das zieht sich die 15 Kilometer entlang, bis man hier unten hinkommt, wo Sodom steht. 15 Kilometer ist an die 300 bis 500 Meter breit. Man kann das hier so abgeteilt sehen, wo dieser Längengrad hier durchgeht. Und ist bis 150 Meter hoch. Wenn man da drin steht, dann sieht man, die sagen dazu Schornsteine. Das sieht aus wie eine Esse, wie ein Schornstein. Ist aber so wunderbar rund, wie ein aufgeschnittener Kuchen, von oben bis unten. Ich habe nicht gezählt, aber bestimmt ein paar hundert Schichten von Feuer, Schwefel und Salz. Und dieser, das heißt wörtlich der Berg von Sodom, das wird uns Herr Drori noch sagen, wenn ihr dann die Führung macht, dieser Berg von Sodom, der also hier 15 Kilometer lang ist, ist der klägliche Überrest von dem Feuer und Schwefel, was Gott auf Sodom und Gomorra herabregnen ließ, Feuer und Schwefel und Salz. Und nun müssen Sie bedenken, was hier 15 Kilometer lang ist und nur 150 Meter hoch, das ging jetzt über das ganze Tal Sittim 150 Meter hoch. Und war nicht nur 15 Kilometer lang, sondern 80 Kilometer lang. Wie können Sie sich denn sonst erklären, dass 2,5 Kilometer da unten noch Phosphate, Salz, Magnesium, Brom, Potasche liegt? Das kann man sich ja gar nicht anders erklären. Dass die Erdharzgruben, von denen wir eben gehört haben, in 1. Mose 14 bei diesem Krieg der Könige, dass diese Erdharzgruben irgendwelche Vertiefungen waren, als Feuer und Schwefel und Salz regnete, war vielleicht noch ein Erdbeben damit verbunden, dass diese Erdspalte noch größer wurde, dass 2,5 Kilometer mit Salz gefüllt wurden, dass dieser Salzberg, der hier 150 Meter hoch ist, 80 Kilometer von Süden nach Norden ging. Ja, und jetzt haben wir gehört, der Jordan. Zur Zeit Lots war ja der Jordan noch hier unten. Der Jordan, der fließt jetzt hier oben plötzlich in diese Erdspalte hinein und fließt so lange, bis 400 Meter Höhe aufgefüllt sind, das Salz liegt jetzt da drunter, stößt hier unten auf der Südseite auf diese 150 Meter Höhe, 15 Kilometer langen Salzberg, und der Jordan, der nun hineinfließt, tja, wo bleibt das Wasser? Das verdunstet. Denn wir sind hier 400 Meter tief, und wenn wir ungefähr 65 Kilometer fahren, bis nach Ein Yahav, hier haben wir Ein Yahav, also ungefähr, wir fahren 65 Kilometer bis hierher, dann sind wir fast auf Meereshöhe. Dann sieht man ein Schild, dass plötzlich dieses Aravatal 130 Meter, Kilometer ganz gerade ist. Und die letzten 65 Kilometer geht diese Senke plötzlich 400 Meter in die Tiefe. Dass also der Jordan gar nicht mehr rausfließen kann, weil es 400 Meter tief ist, das Wasser verdunstet in der Hitze, besonders des Sommers. Hier kann es 45 bis 50 Grad heiß werden in der Sonne, nicht im Schatten. Und deswegen bleibt das Tote Meer immer gleichmäßig tot. Es steigt nicht absonderlich. Es müsste ja, wenn Jahrhunderte der Jordan reinfließt. Es fällt auch nicht absonderlich. Wo soll es groß hin? Die Sonne verdunstet. Es gleicht sich immer wieder aus. Das heißt, es glich sich aus. Bis 1948 die Israelis anfingen, hier unten ein Kraftwerk zu bauen, wo sie nun 1500 Spezialisten sind dort, 400 Chemiker, 400 hochstudierte Leute, Doktoren, Professoren, alles Mögliche und 1100 Arbeiter, die nichts anderes tun, als die ganzen Rohre und
Verschraubungen und was alles da so an Destillieren und wie das alles nennt, wie sich das alles auseinander dividiert wird. Die sind nur dabei, 1100 Mann das intakt zu halten. Nur Reparaturen Tag und Nacht. Und man sieht auch kaum einen Mensch, der da arbeitet. Die Maschinen arbeiten von selber Tag und Nacht. Jetzt hat sich natürlich das Tote Meer total geändert. Diese Südseite ist eigentlich gar nicht mehr richtig totes Meer, wo wir hier sind. Nur noch die nördlichen 50 Kilometer. Hier ist es 340 bis 400 Meter tief, aber unten drunter noch 2,5 Kilometer Salz. Ja, das ist jetzt. Und was war vor dem 1. Mose 19? Ja, das Tal Schiddim, das war ein Garten des Herrn, Sodom und Gomorra, wo die Menschen lebten. Wir sagen heute, Sodom und Gomorra ist was Entsetzliches, aber damals ist Sodom und Gomorra ein Paradies gewesen. Der Mensch sündigt immer im Paradies. Wenn es dem Menschen schlecht geht, dann schreit er nach Gott. Ich sage bei der Gemeinde Jesu so, wenn die Gemeinde Jesu Not ist, wenn das Märtyrerblut fließt, dann ist die Gemeinde Jesu am gesündesten. Wenn der Mensch aber äußerlich in einem Paradies lebt, ja, da geht oft der Glaube bei den Menschen zugrunde. Und so war es auch bei Sodom und Gomorra. Man nimmt an, dieser ganze Südteil hier, manche meinen nur östlich, wäre Sodom und Gomorra gewesen. Das ist ein Paradies ohnegleichen gewesen. Man könnte fast sagen, ein Schlaraffenland. Und siehe da, in diesem Schlaraffenland sündigt der Mensch genau, wir haben schon oft gehört, wie heute die Menschen in Deutschland und in Westeuropa sündigen. Sie sündigen nicht, weil es ihnen so schlecht geht, sie sündigen, weil es ihnen so gut geht, ihr Lieben. Das ist das Entsetzliche. Nun, jetzt haben wir uns also bis hierhin vorgearbeitet, von Abraham an, von Lot an, ist jetzt seit 4000 Jahren dieses Salzmeer, wo wir uns befinden. Die Lot- und die Abraham-Geschichte ist aufs Engste damit verknüpft. Aber, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Aussage, als Gerichtesort. Ihr Lieben, wir sind hier richtig an einem Gerichtesort. Dieses ganze Paradies ist ein Gerichtesort geworden. Warum? Nun, wir müssen mal aufschlagen im Neuen Testament. Das steht im 2. Petrusbrief. Im Neuen Testament findet ihr das im 2. Petrusbrief. Da lesen wir 2. Petrus 2. 2. Petrus 2, dass Sodom und Gomorra als Beispiel, als Vorbild für die Gottlosen gesetzt worden ist. 2. Petrus 2, Vers 6. 2. Petrus 2, Vers 6, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, damit ein Beispiel gesetzt würde den Gottlosen, die hernach kommen würden. Sehen Sie mal, Sodom und Gomorra ist ein Beispiel. Ein Vorbild, ein warnendes Beispiel. Wenn wir nachher diese 80 Kilometer, wenn wir das Tote Meer verlassen, wir fahren am Toten Meer entlang, die glauben gar nicht, wie tot es ist. Hier am Toten Meer ist, wo grün ist, da ist, kommen hier aus den Quellen von Bethlehem und von Hebron herunter, auch von Beersheba herüber, da kommen im Winter die Wasserbäche. Aber sonst ist das völlig tot. Hier, ja, ihr Lieben, wir sind an einem Gerichtesort. Wir haben hier einen Anschauungsunterricht zu sehen. So sieht ein Paradies aus, das Gott gerichtet hat. Tja, wird einmal Europa auch so gerichtet werden? Amerika, das christliche Abendland? Ihr Lieben, das müsste für uns jeden Tag eine sichtbare Predigt sein. Wie tot ist diese Gegend? Wie verbrannt alles, was hier geschaffen ist, ist künstlich mit Menschenhand geschaffen. Die Palmen, die Blumen. Ja, wenn man hier weiter nach Norden geht, vielleicht anderthalb, zwei Kilometer in das Zentrum von Imbokek, das hat alles Menschenhand gemacht, muss ständig bewässert werden. Mutterboden hat man dort anfahren müssen, damit dort etwas wächst. Ja, das hat alles Menschenhand geschaffen. Aber sonst, es ist ein reiner Gerichtesort, gesetzt den Gottlosen zum Beispiel. Wie wird es Europa und dem christlichen Abendland einmal gehen, die 2000 Jahre das Evangelium gehabt haben, die im Lichte des Evangeliums gesündigt haben, ihr Lieben, und noch sündigen und immer mehr sündigen. Im Alten Testament heißt es einmal, dass Gott das unschuldige Blut nicht mehr vergeben kann, was die Kinder Israel vergossen haben. Und wir wissen ja heute, wie viel unschuldiges Blut in unseren Breitengraden vergossen wird durch die Abtreibung.
Das schreit gen Himmel. Man müsste all die Leute mal hierher führen, die so etwas tun. Die Gesetzgeber, die Ärzte, all die Mütter, all die Väter, die ihre eigenen Kinder im Mutterleibe töten. Man müsste sie mal hierher führen, müsste mal sagen, schaut euch mal diese 80 Kilometer hier an. Das ist das Gericht Gottes über Sodom und Gomorra. Und so wird es einmal all den Menschen gehen, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, die ohne ihn leben. Alle Menschen, die das Gericht nicht annehmen, werden selber mal das Gericht tragen müssen. Schauen Sie mal hier unten, Sodom und Gomorra, ein Gerichtesort. Gesetz den Gottlosen zum Beispiel. Diese Ecke hier, die müssten noch mal besonders unter die Lupe nehmen, hier, wo das Tote Meer in zwei Teile getrennt ist. Das ist nach der Aussage vieler Schriftausleger Hamona, das Haufental, wo der Gog von Magog beerdigt wird. Er wird in ganz Israel gerichtet, aber sie werden 7 Monate lang die Leichen beerdigen müssen. Und dieses Tal hier im Osten, das Tal der Wanderer, Hamona, dieser östliche Teil hier, da wird der Gog von Magog seinen Beerdigungsplatz finden. Und dann haben sie hier oben, wenn Sie hier oben sehen, wo der Karmel, hier oben ist der Karmel, hier durch, der ist hier zu Ende bei Megiddo. Und wo wir hier Megiddo lesen, ich muss das aber richtig zeigen, dass ich nur nichts falsch sage. Hier ist Megiddo, das ist der Wadi Ara. Hier werden wir wahrscheinlich auch mit dem Autobus durchfahren. Also dieses Stück hier, dieses ganze Tal ist Hamagedon. Ja, da wird einmal die Endschlacht der Völker stattfinden. Und da steht in der Bibel, dass das Blut der Schlagenden in den Pferden bis an das Zaumzeug stehen wird. Und das ist schon einmal gewesen im Jahre 1099, als die christlichen Kreuzfahrer das Heilige Land und Jerusalem erobert haben, haben ihre Pferde bis zum Zaumzeug in Blut und Leichen gewartet. Im Juli des Jahres 1099. Das ist alles schon mal da gewesen, ihr Lieben. Und nun hören Sie. Hier unten Sodom und Gomorra Gericht. Hamona, der Gog von Magog, findet hier seinen Beerdigungsplatz, wenn er gerichtet wird. Oben in Nordisrael, wo der Karmel ist, Megiddo, die Endschlacht der Völker bei Hamagedan, wo das Blut der schlagenden Pferden bis an das Zaumzeug stehen wird. Das ist Gottes Wort, das lassen wir absolut so stehen, wie es steht. Und warum kommt das Gericht über diese Menschen? Weil sie die Gnade von Golgatha nicht angenommen haben. Wer die Gnade von Golgatha nicht annimmt, wo der Sohn Gottes für uns das Gericht getragen hat, über dem bleibt der Zorn Gottes und er wird selbst gerichtet. Der Sohn Gottes hat sein Blut für uns vergossen. Und wer das Blut Christi mit Füßen tritt, Hebräer 10, auch das ist Gottes Wort. Da kann man nichts dran drehen und nichts dran deuten. Wer das Blut Christi mit Füßen tritt und den Geist der Gnade schmäht, der hat nur noch ein schreckliches Erwarten des Feuereifers und des gerechten Gerichtes Gottes. Die Menschen, die das Blut Jesu nicht wollen, mit Füßen treten, die werden dann hier oben bei Hamagedon, tja, ihr eigenes Blut verlieren, in ihrem eigenen Blut umkommen. Wie Sodom und Gomorra untergegangen ist, wie der Gog von Magog untergehen wird. Also ist das Land Israel ein Land von Gnade und Gericht. Ich sage es so, es geht leichter von der Zunge, wenn wir sagen Gericht und Gnade, nein, wir müssen sagen von Gnade und Gericht. Die Gnade ist hier in Golgatha geoffenbart, ist ganz Israel verkündigt, ist in die ganze Welt hinausgetragen worden. Seit 2000 Jahren wird ein großer Teil der Welt mit dieser Gnadenbotschaft erreicht. Die Wycliffe-Bibelübersetzer sind dabei, bis zum Jahre 2000 die letzten 700 Sprachen zu übersetzen, dass eben die Bibel wenigstens teilweise in weit über 2000 Sprachen übersetzt wird. Ist ja jetzt schon über 2000. Ganz an die 300, aber teilweise soll die Bibel bis zu 3000 Sprachen übersetzt werden. Ja, das Evangelium geht in die ganze Welt hinaus. Tja, und wenn der Mensch die Gnade nicht will, dann bekommt er das Gericht. Und das lehrt Sodom und Gomorra. Ich habe mich oft gefragt, Hesekiel 39, warum denn hier östlich des Meeres heißt es da? Ja, das ist das Tote Meer. Warum wird denn der Gog von Magog dort beerdigt, weil er die Gnade von Golgatha nicht angenommen hat, weil er über das Land Israel zieht und Israel vernichten will, Hesekiel 38 und 39. Und da wird Gott eingreifen. Wenn wir heute die Tagespresse lesen, wie jetzt wieder Syrien gedroht hat, wie der Irak gedroht hat,
Da ist ja im Augenblick ein Skandal in Europa, dass von vielen europäischen Häfen gewaltige Rohre in den Irak geschafft werden, um Raketen zu bauen. Um die stärksten Raketen zu bauen, die auf Israel gerichtet sind. Ja, was haben denn die Europäer damit zu tun? Warum liefern sie dann das in den Irak? Irak ist das alte Babylon. Das heutige Bagdad ist das alte Babel. Da sehen Sie mal, die Urfeinde Israels sind ja noch da. Babel, Persien, das alte Medo-Persische Reich, Ägypten, Syrien, die uralten Feinde sind ja alle noch da und werden heute aufgerüstet. Meint denn einer von uns, dass die vielen schweren Atomwaffen, Wasserstoffwaffen und alles, was es da gibt, ABC-Waffen, wie sie heißen, die werden noch nicht in ein Museum gelegt, dass nach 200 Jahren unsere Enkelkinder kommen und sagen, guck, wir haben schon 200 Jahre Friede. Hier liegen die hinter Glas, diese schweren Waffen, sie sind nie eingesetzt worden. Ihr Lieben, das politische Märchen glauben wir doch nicht. Im Gegenteil, die Waffen werden zum Teil an die Feinde Israels verkauft. Wenn also die Raketen von Russland nicht mehr auf Europa gerichtet sind, durch diese ganze Abrüstungsgeschichte und durch das Geschrei Friede, Friede, keine Gefahr, dann werden diese Raketen an die Feinde Israels, an die Araberstaaten, zu Tausenden und zu Abertausenden, auch die Panzer, sie werden an die Feinde Israels geliefert. Saudi-Arabien hat jetzt wieder so eine Riesenladung europäischer Panzer bekommen. Ja, was machen die denn damit? Die werden doch nicht in der Wüste eines Tages verrosten. Die sind alle gegen Israel gerichtet. Alle. Und sehen Sie, da wird er eingreifen. Das ist also nach meiner Erkenntnis noch vor dem Antichristen. Darüber werden wir noch extra sprechen. Der Gog von Magog, der wird hier unten seinen Beerdigungsplatz finden. Da wird Gott eingreifen durch Naturkatastrophen. Das ist noch nicht die Wiederkunft Jesu. Das ist vor der Wiederkunft Jesu, dass dieser Gog von Magog aus dem Norden gerichtet und vernichtet wird. In dem Land, wo die Gnade geoffenbart wird, bekommt er sein Gericht. Und zum Schluss der Antichrist und all die Völker, die mit ihm sind, die bekommen alle in dem Land der Gnade, in dem Land Israel, bekommen sie ihr Gericht. Und so geht es uns ja auch. Selbst wenn wir nicht hier im Lande wohnen, die aus Europa und aus den außerisraelischen Ländern kommen, wenn der große weiße Thron erscheint, das jüngste Gericht findet statt, die Menschen, die gerichtet werden, die werden von Herrn Jesus gerichtet. Warum? Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Darum, dass er des Menschen Sohn ist, steht in Johannes 5. Und der auf dem großen weißen Thron sitzt, das ist der Herr Jesus. Er richtet die Menschen, weil er selber Mensch war und die Menschen verstehen kann. Und dann werden die Menschen sehen, er, der ihnen die Gnade gebracht hat, der die Gnade in Person ist, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, singen wir und sagen wir und segnen uns damit in den Kirchen und Gemeinden. Er, der die Gnade in Person ist, wird dann der Richter sein auf dem großen weißen Thron und wird sie richten müssen, weil sie die Gnade nicht angenommen haben. Die Menschen werden nicht gerichtet, weil sie Sünder sind, sondern die Menschen werden gerichtet, die müssen gerichtet werden, weil sie als Sünder die Sündenvergebung und die Gnade Jesu Christi nicht annehmen. Deswegen wird Gott die Menschen richten. Gott wird niemals Menschen richten, weil sie von Adam abstammen und Sünder sind. Er wird sie richten, weil sie Gnade unseres Herrn Jesus Christus nicht angenommen haben. Ihr Lieben, lasst uns damit abschließen. Auch unsere örtliche Zurechtfindung hier in Israel. Das waren kurzen 7 Meilenstiefeln gestern und heute. Und dann müssen wir dann morgen in dem Heizplan zügig voran machen, dass wir, nachdem wir den Hintergrund des alten Bundes geschaut haben, in die Zeiten, wenn die Israels kommen, gewiss der Plan wird hier und da uns noch manches helfen. Auch die vielen großen Städte, die im Laufe der Zeit hier entstanden sind. Sehen Sie mal, hier unten haben Sie Beersheba, steht hier unten eine Stadt von über 110.000 Einwohnern. Wo nehmen die denn das Wasser her? Von was leben denn diese Menschen? 110.000 Einwohner, kann man sich gar nicht vor. Hier steht Petach Tikva, das heißt Tor der Hoffnung, etwas südlich von Tel Aviv. Petach Tikva, Tor der Hoffnung, ein Wort aus dem Propheten Hosea. Und viele andere, Bat Yam, eine Stadt mit 96.000 Einwohnern. Rishon LeZion, der erste in Zion, über 100.000 Einwohner. Tel Aviv haben wir sowieso schon gehört. Als wir herkamen, über 1 Million Einwohner. Netanja, über 100.000 Einwohner. Haifa, über 300.000 Einwohner. Es ist ja unglaublich, was heute geschieht
wie dieses Land wieder aufgebaut wird. Also werden wir immer wieder auf die Landkarte zurückgreifen, vielleicht auch auf das Alte Testament, dass von den 280 bis 300 Namen, die im Alten Testament genannt werden, fast alle wieder da sind, wo wir die Israeliten wohnen. Aber es gibt heute über 800 Dörfer, Städte, Kibbutzim, Moschawim, landwirtschaftliche Siedlungen, 800, die viel neue Namen haben. Aber viel auch die alten Namen der Bibel, die alle wieder auferstehen, als ob es nie die 2000 Jahre gegeben hätte, wo Israel in der Zerstreuung war. Und das ist für uns das große Wunder, dass nach 2000 Jahren der Herr mit Israel wieder anfängt in dieser großen Zeitenwende. Und diese Zeitenwende wendet uns ganz woanders hin als Gläubige. Sie wendet uns nach Hause in die himmlische Herrlichkeit, wo der Bräutigam bald wiederkommen wird. Mit Israel geht es gewaltig aufwärts in den letzten 40 Jahren, in den letzten 100 Jahren vielleicht. Mit den Völkern geht es abwärts, denken Sie nur an die beiden Weltkriege. Was glauben Sie, wenn der dritte Weltkrieg kommt, wie es dann abwärts geht, besonders mit Europa? Und was ist mit der Gemeinde Jesu? Mit der Gemeinde Jesu geht es heimwärts. Wenn es mit Israel aufwärts geht, geht es mit der Gemeinde Jesu heimwärts. Wenn es mit den Völkern abwärts geht, dann geht es mit Israel aufwärts. Und Israel sagt uns, es geht heim. Heimwärts zu unserem Heiland, Jesus Christus. Ach, möge uns doch der Herr segnen, dass auch unser Hiersein nicht nur das Bibelstudium und das Hören, sondern das Wohnen in diesem Lande, das alles, was man hier so sieht, was man, die Kontakte, die man mit Menschen hat, mit Israelis, mit Leuten, ja, wo kommen sie denn her? Ja, meine Vorfahren, die kommen aus Rumänien, meine Vorfahren, die kommen aus Südafrika, in dem Nachbarhotel in Zellarim, ja, der größte Teil der Putzfrauen, die kommen aus Indien, indische Juden, haben Sie das schon mal gesehen? Die sehen immer noch so aus wie so eine indische Maharani, fehlt nur noch dieser rote Punkt auf der Stirn und so ein weißes Tuch drumherum. Es haben Jahrhunderte Juden in Indien gewohnt, in Japan, von überall kommen die her, jetzt im Augenblick wieder aus Russland, aus Äthiopien sollen wieder 5000 eingeflogen werden. Da wird offiziell verhandelt, dass die 5000 nach Israel wandern können. Ja, warum geschieht denn das jetzt alles? Und wir leben das mit, ihr Lieben. Wenn wir also die Bibel aufschlagen, haben wir gleich den äußeren Anschauungsunterricht. Das Land predigt uns an, die Menschen, die hier sind. Nun, die älteren Israelis, die können ja alle noch Deutsch, besonders wenn sie aus den Oststaaten oder aus Amerika oder England, Frankreich kommen. Aber die hier geboren sind, wenn man sie fragt, wo kommt ihr her? Na, ich bin schon hier geboren, sagt mir der junge Mann. Sind etwas unsicher. Ich denke, ist das ein Araber? Nein, Araber kann es nicht sein. Ist das ein Israeli? Oh, der ist ja so dunkel, so ganz dunkle Haut. Ich sage, wo kommen Sie denn? Er sagt, ich bin Sabre, bin hier im Lande geboren. Ich sage, darf ich fragen, Ihre Vorfahren aus dem Irak, aus dem alten Babylon, da sind die eingewandert, die hier mit den jüdischen Juden aus Südarabien, aus dem Jemen, ganz dunkle Typ, man sieht ja manchmal eine ganz andere Gesichtsform. Ja, wo kommen die überall her? Ist eine gewaltige Zeitenwende. Und das Wort, was wir dann hier abends hören, das soll uns dann noch mehr aufschließen, mehr vertiefen, die Begegnung, die wir hier im Lande haben. Normalerweise, wenn wir so 3 Wochen durch Israel fahren, dann braucht man gar keine große Erklärung haben. Das ganze Leben mit diesen Menschen, das ist ja gewaltig, was man hier sieht. Das war eben vor 40 Jahren noch nicht und vor 80 Jahren auch noch nicht und vor 100 Jahren auch noch nicht. Ihr Lieben, das ist ja gewaltig, was in 1, 2, 3 Menschenleben entstehen kann. Das ist ja gewaltig. Wenn ich so an die Generation denke, mein Vater ist Jahrgang 98, ja, was ist das? Ich bin von ihm abgerechnet die zweite Generation. Aber was ist denn da geschehen, wenn ich jetzt unsere Kinder noch dazu nehme? In 2, 3 Generationen, was ist da geschehen in diesem Lande? Das ist ja gewaltig. Der Zeiger an der Welt, nur Gottes, rückt auf die Mitternachtsstunde. Maranatha, unser Herr, komm, wohl uns, wenn wir alle bereit sind. Wir wollen uns erheben und zusammen beten.